Die EU arbeitet ja immer mehr an Gesetzen wie Informationsüberwachung, Informationszensur. Das heißt, es wird immer mehr Richtung China entwickelt, dass alles, was in Europa dort passiert, zu einem Totalüberwachungsstaat, der sozialistisch Vermögen umverteilt. Wenn ihr als Deutscher im Ausland arbeitet und nicht alle Wurzeln zu eurer Heimat Deutschland dabei abbrecht, werdet ihr in Zukunft wahrscheinlich vom deutschen Finanzministerium dafür bestraft. Vorweg möchte ich schon mal die Aussage treffen, dass wir uns in letzter Zeit sehr, sehr stark mit den Videos um Gesetzestexte kümmern und diese auch behandeln und interpretieren, da die Nachfrage aus der Community sehr, sehr hoch ist, aber im Bald werden wieder mehrere Kryptothemen folgen. Das, was aktuell in Deutschland passiert und wie gesagt, Deutschland ist aus meiner Sicht ein wenig eine Vorlage auch für Österreich und den deutschsprachigen Raum somit, das entsperrt jeder Logik und muss ich ganz offen sagen, entspricht auch nicht den Grundbedingungen von Fairness und widerspricht auch jedem Grundverständnis von Wirtschaft. Hier ein Artikel von Apollo News und ich habe mir persönlich auch das Gesetz oder den Gesetzesentwurf im Hintergrund dazu angesehen. Also das, was Apollo News hier schreibt, entspricht absolut den Tatsachen, dass der Finanzminister Lindner eine Doppelbesteuerung für Deutsche im Ausland vorbereitet. Wir ersparen uns jetzt wirklich den Gesetzestext im Detail durchzugehen. Wie gesagt, Apollo News hat das sehr gut zusammengefasst und hier für euch in Gelb markiert. Der neue Erlass legt fest, dass Expats, die eine Rückkehrzusage von ihrem Arbeitgeber haben, ihre deutsche Wohnung behalten oder, und jetzt wird es interessant, weiterhin in einem heimischen Verein oder Parteien aktiv sind, in Deutschland einkommensteuerpflichtig sein sollen. Das bedeutet, wenn ihr über Fachkraft seid, über euer Unternehmen ins Ausland entsendet werdet, ist es ja prinzipiell so, dass ihr im Ausland, dort wo ihr lebt dann und arbeitet, eure Einkommensteuer abführen müsst. Das Interessante ist, dass Deutschland das jetzt ein wenig abändern möchte. Das heißt, ihr zahlt dann dort vor Ort im Ausland eure Einkommensteuer, müsst aber zusätzlich in Deutschland Abgaben bezahlen. Und das ist eine klassische doppelte Besteuerung auf euer Einkommen. Und somit wird es halt für Fachkräfte zum einen aus Deutschland immer unattraktiver, im Ausland arbeiten zu gehen. Das schadet der deutschen Wirtschaft, weil sie keine Fachkräfte nach Deutschland entsenden können. Zum anderen darf man aber auch nicht vergessen an dieser Stelle, dass es für Angestellte oder Nicht-Selbstständige keine Wegzugsbesteuerung gibt und das bedeutet, es erhöht massiv die Wahrscheinlichkeit von Fachkräften, dass sie einfach gesamt ihren Lebensmittelpunkt ins Ausland verlegen und zu Hause in Deutschland einfach alles aufgeben. Denn hier, wie gesagt, ein Auszug aus dem Gesetzestext, wenn ihr auch weiterhin in einem deutschen Verein tätig seid oder in einem heimischen Verein Mitglied seid. Das trifft zum Beispiel, kann es den Eisschützenverein treffen, das kann Dinge treffen, wie ihr seid bei der Feuerwehr oder auch irgendwelche anderen wohltätigen Organisationen und somit müsst ihr auch diese ganzen Wurzeln durchtrennen und abbrechen, damit in Deutschland keine Einkommensteuerpflicht entsteht. Das heißt, nur die Wohnung alleine aufzugeben oder die Unterkunft aufzugeben, reicht in diesem Bereich nicht mehr. Ihr müsst euch auch komplett sozial entkoppeln. Und ganz wichtig, was man hier schon sehen muss, ist, dass das ökonomisch ein absoluter Wahnsinn ist, was hier in der Vorbereitung an Gesetzestexten ist. Denn die Menschen, die als Fachkräfte im Ausland sind, über deutsche Unternehmen zum Beispiel, verdienen sehr, sehr gut, kommen dann zurück und investieren ihr verdientes Geld dann in Deutschland, indem sie sich zum Beispiel Immobilien kaufen, Häuser bauen selbst, Wohnungen anschaffen, Autos, Fahrzeuge kaufen, die dann durchaus eine sehr wichtige tragende Rolle im Bereich Wirtschaftswachstum sind. Und diesen Menschen jetzt mehr oder minder die Grundlage zu entziehen und sie dazu zu drängen, entweder in ihrem Unternehmen die Option nicht zu ergreifen, im Ausland zu arbeiten oder überhaupt komplett ins Ausland zu ziehen, alle Wurzeln abzubrechen und somit sicherzustellen, dass wirtschaftlich kein Rückfluss nach Deutschland kommt. Das entbehrt aus meiner Sicht jeder Logik, aber das entspricht natürlich dem deutschen Haushalt aktuell, dass massiv Geld fehlt, weil man kein Einnahmen-, sondern ein Ausgabenproblem hat in Deutschland und anstatt sich um die Ausgaben in Deutschland zu kümmern, ist es einfach viel einfacher, weitere Steuern auf Menschen, auf Mitarbeiter zu erheben und diese Steuern dann einfach wieder, ich würde jetzt fast mal in den Raum stellen, sinnlos zu verschwenden, ja, so wie Thema Radwege im Peru und so weiter.
Frau Baerböck ist ja da sehr, 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 wie nennen wir es einfach mal, bewandert, Geld im Ausland herzuschenken. Das heißt, anstatt hier wirklich den Rotstift anzusetzen und intelligente Sparmaßnahmen zu treffen, geht man jetzt einen Schritt weiter auf deutsche Facharbeiter zu, auf Gutverdiener zu, die eine tragende Säule des deutschen Wirtschaftswachstums, aber auch der deutschen Unternehmen mit ihrem Wissen sind. Das Ganze geht aber sogar noch einen Schritt weiter. Während deutsche Fachkräfte, die vorübergehend im Ausland arbeiten, steuerrechtlich verfolgt und doppelt belastet werden, will der Finanzminister ausländische Fachkräfte in Deutschland Steuern erlassen. Das heißt, der Deutsche, der im Ausland arbeitet, wird doppelt besteuert und der Ausländer, der nach Deutschland arbeiten kommt, wird steuerbegünstigt. Und das ist aus meiner Sicht eine absolute Benachteiligung der einheimischen Facharbeitskräfte. Zum einen verstehe ich selbstverständlich sehr gut, dass ein Steuererlass oder eine Steuerstundung eine sehr gute Methode ist, Fachkräfte aus dem Ausland anzuziehen. Nur ich kann auf der einen Seite nicht die einheimische Facharbeiterbevölkerung massiv höher besteuern durch doppelte Abgaben und auf der anderen Seite es den ausländischen Facharbeitskräften erlassen. Das ist nichts anderes wie Spaltung und das wird in Deutschland zu massiven Diskussionen führen, hat es mitunter bereits schon und Finanzminister Lindner überlegt sich jetzt schon, wie er den ein oder anderen Entwurf nachbessern kann an diesem Gesetz. Aber für uns ganz, ganz wichtig ist immer eines, eine Tendenz abzuleiten. Und wenn man solche Gesetze in dieser Art in den Entwurf bringt oder generell solche Regelwerke so festlegt, dann zeigt eine Bundesregierung ganz eindeutig, wo die Reise hingehen soll. Und die Reise geht hin dort da, zu dem, was schon seit sehr, sehr langer Zeit generell in Europa passiert, dass man Menschen, die nicht außerhalb der EU sind, massive Vorteile gewährt und Menschen, die innerhalb der EU leben, europäische Bürger sind, diese das bezahlen lässt und diese stark benachteiligt. Und das führt selbstverständlich zu massiv Spannungen innerhalb der Gesellschaft. Und dann fragt man sich natürlich, warum es Spannungen innerhalb der Gesellschaft gibt. Naja, weil die Menschen unterm Strich solche Dinge früher oder später, wenn sie selbst davon getroffen werden, durchaus verstehen. Und wenn man sowas natürlich versteht, dann sieht man selbst eine Benachteiligung und eine Bevorzugung ausländischer Facharbeitskräfte. Und dass das natürlich bei dem deutschen Volk nicht gut ankommt, ist nachvollziehbar. In Österreich wird hinter vorgehaltener Hand über ähnliche Regelungen diskutiert, weil die Regierungen selbstverständlich, ganz speziell Deutschland und Österreich, da die zwei Länder, also die Länder an die Wand fahren und anstatt irgendetwas an ihrem Kurs zu ändern oder zu verbessern, ja, wird einfach auf die Menschen zugegriffen, die sich das nicht gefallen lassen, die über sehr gute Skills und Ausbildungen verfügen und die dadurch sagen, okay, ich gehe ins Ausland, mir reicht es, ich möchte mit über 50% Abgabenlast und so weiter diesen ganzen Wahnsinn nicht mehr unterstützen, sondern ich schaue auf mich selbst und schaue darauf, dass ich meine eigenen Vermögenswerte aufbaue. Und warum? Weil ich mich auf den Staat nicht mehr verlassen kann und weil der Staat unterm Strich keine Rechtssicherheit mehr bietet. Darauf sind wir auch in unserem letzten Video eingegangen mit dem Vermögensverschleierungsbekämpfungsgesetz, wo man ja auch auf das Vermögen der Bürger zugreifen möchte und das sehr einfach, vor allem aber auch gegen die deutschen Grundrechte verstößt. Und das sind natürlich alles Dinge, so wie dieses Gesetz, das letzte, so wie dieses Gesetz hier oder dieser Gesetzesentwurf, es ist ja noch kein Gesetz, das zeigt eindeutig, wo die Reise hingeht, dass die Regierungen unfähig sind, sowie Geschäftsführer in einem Unternehmen, die das Unternehmen an die Wand fahren und die Mitarbeiter dann immer weiter schröpfen, anstatt ihren eigenen Kurs zu verändern. Und dass man die Länder an die Wand fährt, und das sieht man ja sehr, sehr, sehr schön an einer Auswertung von Agenda Austria, das heißt, es kommt sogar aus Österreich, wo man Deutschland hier an einem der untersten Punkte befindet und Österreich sogar letzter ist, ja, in Veränderung des realen BIP pro Kopf 2019 bis 2024. Das heißt, Deutschland und Österreich zeigen an so ziemlich allen Zahlenwerten, dass sie die Länder an die Wand fahren. Herr Habeck hatte in Deutschland das super erklärt, sehr geistreich erklärt, mit der Wirtschaft geht es gut, nur sind die Zahlen schlecht. Ja? Das zeigt ja schon, dass das jeglicher Logik entbehrt und dass das ein Kinderbuchautor ist, der in seinem ganzen Leben niemals Ökonom war oder niemals wirtschaftliche Zusammenhänge gelernt, aber auch begriffen hat.
Und das wird was verursachen? Im Prinzip auch das Gesetz, was wir hier bei Apollo News uns gerade angeschaut haben. Das wird verursachen, dass immer mehr sehr gute Arbeitskräfte sich von deutschen Unternehmen trennen werden, aufgrund der fehlenden Wegzugsbesteuerung von nicht selbstständig Angestellten oder Arbeitnehmern, werden diese Menschen ihren Lebensmittelpunkt zur Gänze ins Ausland verlagern, werden alle Seilschaften in ihre alte Heimat abbrechen und somit geht das deutsche BIP noch weiter zurück, es wird alles noch schlechter, aber wahrscheinlich wird man dann wieder neue Feinde nach Russland und so weiter finden, wer an diesem Ganzen schuld ist. Im Endeffekt sind es die Regierungen, die diese Länder einfach massiv an die Wand fahren. Meine persönliche Meinung, und das ist wie gesagt subjektiv meine persönliche Meinung, ist, es wird immer interessanter, Deutschland, Österreich, generell auch Europa zu verlassen. Die EU arbeitet ja immer mehr an Gesetzen wie Informationsüberwachung, Informationszensur und so weiter. Das heißt, es wird immer mehr Richtung China entwickelt, dass alles, was in Europa dort passiert, zu einem Totalüberwachungsstaat, der sozialistisch Vermögen umverteilt. Und aus meiner persönlichen Sicht ist es dadurch immer noch wichtiger, sich dezentrales Vermögen im Bereich der Krypto aufzubauen, sich einen Cashflow im Bereich der Krypto aufzubauen, um einfach diesen ganzen Dingen nicht mehr unterworfen zu sein. Und vor allem wird auch aufgrund dieser ganzen Entwicklungen der Euro massiv an Wert verlieren und auch an Wichtigkeit verlieren. Denn Deutschland selbst war ja immer der Wirtschaftsmotor der Europäischen Union, was wiederum nahelegt, dass man aus der Fiat-Währung flüchten sollte und in eine Alternativanlageform gehen sollte, was zum Beispiel Kryptowährungen wären, die neben der Anonymität auch noch einen sehr hohen Schutz bieten, da ihr selbst nur den Zugriff habt, wenn ihr selbst eure Keys besitzt. Das heißt, meidet auch zentralistische Dienste wie zum Beispiel Bitpanda und so weiter, um dort euer Geld liegen zu lassen, eure Kryptos, bucht sie raus auf euer Wallet, um eben dieser gesamten Gesetzesentwicklung ein wenig zu entkommen. Und ihr werdet sehen, auch wenn ihr es heute noch nicht vorstellen könnt, früher oder später werden sehr, sehr viele, sehr gut ausgebildete Facharbeitskräfte im europäischen Raum darüber nachdenken, den europäischen Raum temporär zu verlassen, bis sich irgendetwas ändert. Und meistens wird dann aus temporär Verlassen ein permanentes Verlassen, weil man einfach sieht, dass es in einem Drittland im Ausland weitaus besser ist. Es gibt sehr wertige Alternativen heute und man muss nicht in Deutschland oder Österreich auf Zwang und unter Druck der Regierung irgendwie versuchen, sein Dasein zu rechtfertigen und sich alles wegnehmen zu lassen, sondern man kann ein selbstbestimmtes, freies, anonymes und vor allem dezentrales Leben führen. So viel zu meiner eigenen Meinung. Ja, ich hoffe, euch hat dieses kurze Update-Video zur deutschen Rechtslage und was auch in Österreich bald kommen wird, gefallen. Um in Zukunft nichts zu verpassen, lasst ein Abo da und aktiviert die kleine Glocke. Selbstverständlich, bei Gefallen selbstverständlich nur, würden wir uns über ein Like freuen und freuen uns immer über einen qualifizierten Austausch unter den Kommentaren. Vielleicht ist auch der ein oder andere Facharbeiter dabei, den das betrifft, der uns seine persönliche Sichtweise ein bisschen wiedergeben kann, wie er bei sich persönlich diese Situation sieht. Für mich bin ich schon seit vor Jahren ausgewandert aus Europa, einfach weil ich mir diesen Wahnsinn nicht mehr geben möchte. Ich hoffe, euch hat dieses Video gleich viel Spaß gemacht wie mir und ihr habt es auch interessant gefunden und wir sehen uns beim nächsten Video.